Hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach und so weiter. Mein Buch kommt raus, holt's euch, mehr ist dazu nichts zu sagen, holt euch noch ein Lesungsticket. Die wurden gestürmt, unsere Lesungen, aber vielleicht haben wir jetzt, wenn das Video rauskommt, da eine Lösung gefunden, insbesondere in Berlin. Naja, richtig krass. Kommen coole neue Kurse raus, Selbstliebe Challenge, Advanced, Wohlfühlkurs, Resilienzkurs diesen Monat. Und genau, lass mir gerne ein Abo da oder auch sogar eine Kanalmitgliedschaft, wenn du sagst, Mensch, hab schon von Hemmschi so viel profitiert. Ja, heute haben wir wieder das gute Laune-Thema Stalking und ich glaube auch, ich habe mal einmal ganz grob drüber geguckt, so ein bisschen Projektion vielleicht. Ja, wenn du auch solche Fragen hast, stell über ein Formular auf liebeschi.de. Hey Christian, ich habe gerade dein Video zu Will Smith und Chris Rock gesehen. Du hast über 5D und 3D-Mentalität gesprochen. Nun habe ich eine Frage an dich, die mich in diese Thematik betrifft. Kürzlich, meine Ex-Affäre hat sich wieder bei mir gemeldet. Hat ihn nach meiner einzigen Beziehung kennengelernt, die sehr toxisch für mich war. Ich wollte einfach weiter geliebt werden und habe quasi das, was ich mit meinem Ex schon nicht mehr hatte, weitergeführt. Er war unnahbar und scheinbare Nähe generierte er nur mit Bunga Bunga. Ich gestand ihm damals, dass ich mich verliebt hatte, wie ich auch damals glaubte, brach dann aber den Kontakt ab, kommunizierte auch, ich wollte den Kontakt nicht. Mir war klar, dass er nicht verliebt war, wollte er mich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr sehen oder sich nur in Gruppen treffen. Oh Gott, doch hoffentlich keinen Gruppenbunga. Unser Bunga-Bunga-Austausch beschränkte sich dann nur noch auf Telefonate und Schreibereien. Was für eine Welt leben wir, ey. Es gab ein Hin und Her, denn er suchte immer wieder den Kontakt zu mir und brach immer wieder ein in Voraussicht. Eine Freundschaft mit ihm aufbauen zu wollen. Freundschaft zu einem, aus einer toxischen Affäre, das ist immer eine richtig gute Idee. Wenn es freundschaftlich wäre, dann hätte man das Problem gar nicht, deswegen widerspricht sich das komplett. Ne? Irgendwann gingen mir die Augen auf, als er sagte, ich solle ihn nicht stalken, während sich bei ihm offenbar etwas mit einer Frau anbandelte. Wir waren über Social Media verbunden. Heute ist mir bewusst, was ich da zugelassen hatte und die stetig über meine Grenzen gegangen war. Ihm kam das wohl mehr als gelegen, hatte er doch nun die eine Frau, die er liebte und eine, mit der er weiter sexuellen Austausch hatte, über die er sich erheben konnte. Das Dreieck. Ich weiß gar nicht, warum andere YouTuber, die alles von mir klauen immer, warum die das mit dem Dreieck nicht klauen. Das wird wenig besprochen, das Dreieck. Das Dreieck. Da ist es. Da ist es. Wir haben es gesucht. Okay. So, jetzt muss ich mal gucken. Es war mir irgendwie bewusst, der Stalking-Vorwurf setzte dem Ganzen die Krone auf und markierte für mich ein Ende. Ich sagte ihm, dass ich nun endgültig keinen Kontakt mehr zu ihm wolle. Ja, das darfst du natürlich nicht, ne? Ist ja klar, das Dreieck darf nicht keine Ecke verlieren, ne? Er kontaktierte mich weiter. Gute Anja ignorierte ich seine Nachrichten, hatte gemerkt, dass mir diese Nachrichten, die alle Vierteljahre reinflatterten, in denen er mich nach meinem Wohlbefinden befragte. Ja, es geht, worum es geht, ist uns ja allen klar, denke ich. Einfach nicht gut taten und ich blockierte ihn über alle möglichen Kanäle. Ein halbes Jahr später hatten wir nun keinen Kontakt, bis er sich kürzlich über eine neue Nummer. Das ist Stalking. Das ist aber so geil, wenn Leute was vorwerfen, was sie selber machen. Das ist Stalking. Ja. Erst rief er mich an, bin ich rangegangen und schrieb. Er schrieb wieder unterschwellig, respektlos. Kleine ironische Witze. Ja, das ist einfach eine Grenzüberschreitung. Ne? Gut, ich meine, natürlich gibt es da eine Grenze. Ne? Natürlich kann man jemand anschreiben, weiß nicht, wie man wirklich irgendwas Relevantes zu sagen hat, dass ich wirklich entschuldigen möchte oder ich weiß nicht, was kann man natürlich auch nochmal schreiben, aber das ist ja alles nicht der Fall. Ne? Und irgendwann ist es halt Stalking. Ich meine, das ist, ich bin jetzt kein Stalking-Experte, wo da jetzt genau der Übergang ist, aber also wenn du schon überall blockiert hast und er sucht sich eine neue Nummer und ruft dich an, ist es eigentlich Stalking, ne?
ich spürte, wie Ärger in mir aufstieg. Er hatte wieder einfach meine Grenzen nicht eingehalten. Schrieb ihm, dass ich ihn doch blockiert hatte, was der neuliche Kontakt solle. Er fragte, ob ich denn vergessen könne, ob ich denn nicht vergessen könne. Nö, hat seine Chance gehabt. Natürlich kannst du nicht vergessen. Diese Verschiebung machte mich sehr wütend. Ich weiß sicherlich, dass ich noch nicht so recht in meiner Mitte bin. Gut, im Grunde genommen machst du jetzt einen Fehler, du schreibst ihn wieder, ne? Anstatt ihn entweder einfach wieder zu blockieren, solange es jetzt nur um Nummern geht, würde ich ihn, glaube ich, einfach wieder blockieren. Oder der Boss-Move ist natürlich, ich meine, ich würde mich jetzt ehrlich gesagt bei so, nur wenn er mal eine andere Nummer benutzt, glaube ich, nicht die Mühe machen, aber der Boss-Move ist natürlich eine Verfügung. Hast du ruckzuck Kontaktverfügung und ja, dass er dich nicht mehr kontaktieren darf, ne? Und dann geht das immer ganz schnell. Dann gibt es Gefährderansprache, das ist sehr lustig alles. Sehr, sehr lustig. Oft hadere ich noch mit mir, wie ich richtig meine Grenzen setze. Ja, und dafür ist er da und du lernst es jetzt, ne? Das müssen wir alle lernen, muss ich auch lernen. Und es gibt so eine Regel, die wird hier auch so gelten, glaube ich, dass man das immer mit möglichst wenig Aufwand machen sollte. Jetzt wäre, glaube ich, eine Verfügung, wäre ein hoher Aufwand. Also ich glaube, das Beste wäre jetzt hier gewesen, ihm nicht zurückzuschreiben, sondern einfach weiter sofort wieder zu blockieren. So, ne? Und klar, wenn er sich dann 5 Nummern sucht, ich meine, dann ist es sowieso klar, dass es Stalking ist, dann eine Verfügung. Ich meine, ich bin jetzt kein offensichtlich Psychologe und nichts anderes, aber es gibt dann halt so diesen zivilrechtlichen Rahmen, das kriegt man relativ leicht, Kontaktverfügung. Und dann gibt es eben das Strafrechtliche, das heißt dann Nachstellung. Das ist schon, da muss man schon ordentliches ansammeln. Das vermute mal, dass das noch keine Nachstellung wäre hier. Da muss man schon, das ist schon eine krasse Sache. Aber das ist eben auch Strafrecht, das andere ist Zivilrecht. Aber wie gesagt, ich sage es jetzt nur mal so für Leute, wo vielleicht noch mehr passiert. Aber wie gesagt, dadurch, dass du überhaupt reagierst und zurückschreibst, gibst du dem Ganzen leider wieder Futter. So, ne? Der auch klar ist, der Grund daran liegt, weil ich über Jahre zugelassen habe, dass man über meine Grenzen geht. Dies hatte ich erst meinem Ex-Freund gestattet, meine Affäre noch Teil meines damaligen Umfelds. Trotzdem weiß ich nicht, ob meine Reaktion so richtig war. Ja, also möglichst wenig Aufwand, möglichst trocken, möglichst kurz. Ich meine, es ist alles gut jetzt. Ich würde halt jetzt blockieren. Aber schreib ihm nicht, dass du ihn blockierst oder so. Mach's einfach, ne? Schreib ihm einfach nicht schreiben, gar nicht. Der ist tot für dich, ne? Stell dir vor, das ist irgendwie so ein Zombie, zack, schnell blockieren, dann würdest du auch nicht zurückschreiben. Das ist jetzt Spaß, sag das nur so für dich. Das ist natürlich ein wertvoller Mensch, aber so muss man, also das ist so das Mindset, ne? Ich glaube fest an Karma. Ja, Gott, ich würde auch gern fest dran glauben, aber irgendwie funktioniert das nicht ganz so, wie man immer denkt, glaube ich. Aber sicherlich ist was dran an Karma, dass wenn man sich natürlich immer bestimmten Energien umgibt, die einen irgendwann selber mal zurückkommen zu einem. Das ist sicherlich so, ja. Unter einem Kreislauf mit Ursache-Wirkungsprinzip. Ja, da glaube ich eigentlich auch dran. Ich weiß sicher, dass die Frau, mit der er sich damals etwas anbahrte, seine Freundin ist. Und er kontaktiert mich immer wieder. Ja, guck mal, hast du alles richtig gemacht, dass du dich von ihm getrennt hast. Antworte ihm, er soll sich verpissen. Nee, lass das. Einfach blockieren, ey. Und wenn er es nicht tue, würde ich mal mit seiner Freundin sprechen müssen. Eigentlich ist das ja schon eine Art Machtmissbrauch, ihn mit seinen Kontaktersuchen zu bedrohen. Nö, das ist kein Machtmissbrauch. Nee. Das ist immer so pluspolig ist. Dann denkt man immer, alles ist Machtmissbrauch. Und nee, du musst dich in dieser Kackwelt, die wir ja manchmal haben, musst dich einfach zur Wehr setzen. Ne? Sonst wirst du einfach übergemangelt. Ne? Und ja, ich sag da gleich noch was zu. Und es fühlte sich irgendwie an, als habe ich mich mit ihm in sein Boot gesetzt. Okay, also ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, weil du hast es ja nicht gemacht, du hast ja nicht angerufen, du hast es ja nur angedroht. Und die Frage ist immer, was ist der kürzeste Weg, dass er dich nicht mehr kontaktiert? Und da kann durchaus sein,
dass das jetzt hier der kürzeste Weg ist. Und das ist dein Ziel und das ist dein verdammtes Recht, ihn davon abzubringen, dass er dich nicht mehr kontaktiert. Und da hast du auch keine Macht missbraucht oder irgendwie sowas. Das sind so typische, ich kenne sowas, dann man hat einfach mit, teilweise wirklich einfach mit Arschlöchern zu tun. Das ist einfach so. Auch wenn jedem von uns hohe Seele ist, aber manche Menschen sind einfach Arschlöcher. Ne? Was mit denen zu tun, muss sich von denen abgrenzen. Und ja, und dann ist man sich gewöhnt, hat nichts gelernt in der Kindheit und ich weiß nicht was, oder hat einfach so einen netten Charakter und fühlt sich dann wie ein Schwein. Als wenn, aber dabei ist, andere machen sich die Gedanken nicht. Die fahren einem fünfmal über mit ihrer Planierraupe und machen sich keine Gedanken, ne? Ob es gemein war oder so. Und in dieser Welt muss man irgendwie klarkommen. Noch sind wir nicht in so einem hochschwingenden 5D. Und solange wir hier, solange das so ist, darf man ja gerne für sich versuchen, hochzuschwingen. Aber du musst trotzdem in dieser 3D oder 4D oder was weiß ich was Welt, mehr dazu in meinem neuen Buch, musst du deinen Platz finden. Und zur Selbstliebe gehört eben auch, ja, ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Ich würde es nicht machen, das sage ich ganz ehrlich. Nicht, weil da Karma zurückkommt oder so, aber da würdest du tatsächlich mitmischen. Im toxischen Brunnen, würde ich auch sagen. Das ist nicht irgendwie dein Job. Es geht ja nicht um Leben und Tod oder so. Ne? Ich würde es am coolsten finden, ihn einfach zu blocken, gar nicht mit ihm zu kommunizieren. Das sollst du auf jeden Fall jetzt noch machen, das Blocken. Wenn man jetzt aber sich mal vorstellt, dass er vielleicht mit noch einer Telefonnummer, noch einer Telefonnummer, kann durchaus sein, dass dieser Move jetzt dazu führt, dass Ruhe ist. Und wenn keine Ruhe ist, und wenn letztlich keine Ruhe ist, würde ich, und das immer weitergeht, kannst nichts machen, ne? Dann musst du Kontaktverfügung machen. Ist eine sehr lustige Geschichte. Also die wissen schon, was sie tun, die Polizisten. Das macht schon, bei dem einen oder anderen macht das schon Eindruck, wenn dann plötzlich Streifenwagen vor der Tür steht und erstmal, wenn man eine schöne Gefährdeansprache kriegt. Herrlich. So. Auch die Themen der beiden in ihrer Beziehung gehen mich nichts an, genau. Als allgemeine Frage, ist es legitim, als Affäre dem Partner seines Sexpartners offenbaren, dass man eine sexuell-emotionale Beziehung zu seinem Partner pflegt? Also wenn ich jetzt die E-Mail nicht falsch verstanden habe, dann pflegst du die ja nicht. Also du hast dich getrennt, als er jemand Neues kennengelernt hat. Insofern ist ja alles gut. Und oder habe ich jetzt irgendwas falsch verstanden? Also wenn du natürlich noch in irgendeinem Dreieck mit ihm wärst, dann gut, dann wäre die ganze Mail aber hinfällig, dann hättest du ja noch viel tiefere Probleme. Aber nee, du wehrst dich ja gegen jeden Kontakt und nur weil irgendein Typ dir schreibt, da sollst du jedes Mal die Freundin anrufen und sagen, hey, du bist übrigens völlig illoyalen Typen zusammen. Weiß nicht, könnt ihr Frauen ja mal drunter schreiben oder auch Männer. Ich würde sowas nicht machen, weil dann gibst du dich tatsächlich auf eine Ebene, wo er wahrscheinlich besser mit umgehen kann. So, ne? Deswegen würde ich es nicht machen. Und viele wissen es auch und tolerieren es. Also da könnten ganz überraschende Sachen bei rauskommen, die du gar nicht willst. Und das ist nämlich gar nicht so wahrscheinlich, dass dann die Frau sagt, oh, danke und toll und setze dich jetzt um. Und da können die verrücktesten Sachen bei rauskommen, wo es dir noch beschissen damit geht. Deswegen androhen finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Machen will ich es nicht. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.